Wir kommen jetzt zu einem besonders praktischen Tool, nämlich zu EduPad. EduPad ist ein Online-Texteditor für die gemeinsame Arbeit an Texten. Um EduPad zu nutzen, öffne ich mal meinen Browser. Das sollte in dem Fall Mozilla Firefox oder Google Chrome sein. Und ich gehe hier auf die Internetadresse edupad.ch und klicke da einfach mal auf kostenloses Pad erstellen, um Ihnen die einfachste Form des Umgangs mit diesem Tool zu zeigen. Ich habe diesen Willkommenstext hier mal herausgelöscht, der Übersichtlichkeit halber, und kann hier auf der rechten Seite eine Farbe auswählen, in der dann in weiterer Folge meine Textteile angezeigt werden sollen, damit die anderen Teilnehmerinnen auch wissen, dass diese Textteile von mir sind. Und ich kann in diesem linken Textfeld schon so einfach beginnen, drauf loszuschreiben und schreibe da mal irgendetwas und beginne so mit einem Text, der dann gemeinsam wachsen wird, mit einem Zitat in diesem Fall und so weiter und so fort. Und wenn ich dieses Pad jetzt mit Kollegen, Kolleginnen oder Co-Autorinnen teilen möchte, brauche ich nur diese Adresse zu kopieren und zu verschicken, und andere können sich beim Mausklick in dieses Pad einklinken und mitschreiben. Konkret ist es so, dass bis zu 15 Personen gleichzeitig synchron an diesem Textdokument arbeiten können und dabei in Echtzeit sehen können, was die anderen im Text gerade tun. Bei dieser synchronen Arbeit unterstützt dieser begleitende Chat hier rechts unten. Da können Sie sich parallel unterhalten über den entstehenden Text. Und es entsteht hier wirklich eine unterstützte Form eines gemeinsamen Rohtextes. Den können Sie am Schluss auch noch ein Stück weit editieren. Sie können problemlos wieder die Farben herauslöschen, wenn nicht mehr interessant ist, wer welchen Textteil geschrieben hat. Und Sie können auch einfache Formatierungen vornehmen, zum Beispiel eine vorgegebene Überschriftenformatierung oder einfache andere Formatierungen. Diesen fertigen Text kann man dann exportieren und vielleicht auch, wenn Sie das möchten, in anderen offenen Formaten weiterverarbeiten und weitere Formatierungen vornehmen, oder es genügt Ihnen das Layout schon, dann klicken Sie einfach auf PDF und haben da eine Dokumentation Ihres Werkes vor sich und können das speichern und damit einfach weiterverfahren, so wie Sie das gerade eben benötigen. Ja, warum ist überhaupt EduPad so interessant in unseren Augen und so praktisch, dass wir es ausgewählt haben für diese Vorstellung? Sie alle kennen ja wahrscheinlich noch das leidige Problem mit der Dropbox. Wenn mehrere Menschen an einem Text arbeiten, entstehen ganz leicht konfligierende Versionen, die man dann mühsam wieder zusammenführen muss. Wenn Sie ein Pad verwenden, wie EduPad, wo wirklich alle simultan auch arbeiten können daran, dann sehen Sie verlässlich immer den Letztstand und Sie haben keine Versionen, die einander vielleicht widersprechen. Damit EduPad technisch ganz verlässlich funktioniert, ist es übrigens günstig, wenn Sie nicht den Internet Explorer dafür verwenden, sondern Mozilla Firefox oder Google Chrome. Wie schaut es jetzt wirklich mit der konkreten Anwendung aus? Ja, wie gesagt, die ist immer dann sinnvoll, wenn eine Gruppe gemeinsam an einem Text arbeitet oder einen Text erstellt. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Sie mit Kollegen oder Kolleginnen gemeinsam eine Veranstaltungsbeschreibung verfassen oder ein Curriculum entwickeln oder wenn Sie an einem Projektantrag schreiben und natürlich bei vielen weiteren Gelegenheiten. Oder Sie verwenden EduPad mit einer Lerngruppe, indem Sie zum Beispiel vor einer Lerneinheit die Gruppe bitten, einen gemeinsamen Text zu einem vorgegebenen Thema zu erstellen, und Sie können dann damit zum Beispiel die Vorkenntnisse der Gruppe als Gesamtgruppe zu diesem Thema im Vorfeld erheben. Oder Sie verwenden ein EduPad, um am Ende der Veranstaltung die Teilnehmerinnen zu bitten, die Inhalte noch einmal zusammenzufassen und ihre wichtigsten Erkenntnisse zusammenzufassen in einem gemeinsamen Text. Dann haben Sie für die Gruppe noch einmal eine gemeinsame Abschlussarbeit und dieser Text bietet den Teilnehmerinnen schon so eine Art Dokumentation der Veranstaltung und Ihnen auch ein Stück weit Evaluation darüber, was die Teilnehmerinnen als ihre Hauptergebnisse mitnehmen.
Also das sind jetzt wirklich auch nur ein paar Ideen. Es sind natürlich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten mit EduPad denkbar.